Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zu einem neuen Game Check. Wir spielen War in a Box Paper Tanks. Ja, es geht hier um ein kleines Tower Defense Spiel mit einem sehr interessanten Grafikstil, den ihr eben im Intro schon gesehen habt. Kurz die Option, wir haben ganz klassische Grafikeinstellungen, also wir können, es ist simpel gehalten, wir können die Auflösung einstellen, wir können die allgemeine Qualität umstellen, Vollbildmodus und so weiter, Custom Cursor gibt es auch noch. Dann haben wir die Schwierigkeit, ich werde es euch erstmal auf normal zeigen, vielleicht machen wir später auch Experte, müssen wir mal gucken. Und hier unten könnten wir noch resetten, machen wir aber nicht. Wir spielen einfach weiter, es spielt nämlich eh keine Rolle. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt. Es gibt 24 verschiedene Level, die ich auch alle mittlerweile durch habe, wobei mir nicht bei allen allen die Sterne gelungen sind, muss man dazu sagen. Also es wird schon schwieriger am Ende, aber wir fangen einfach mal an mit dem ersten Level und zwar... Ganz simpel, eine simple Map, eine Einheit als Feind, eine Einheit auf unserer Seite. Und gut, das Tutorial skippe ich mal, das erkläre ich euch nämlich selber. Erstmal, hier haben wir unser Schlachtfeld. Wir sehen, das Ganze ist in so einem Papier-Bastelstil gehalten, den ich doch recht interessant finde, vor allem, weil man den so oft eigentlich noch nicht gesehen hat. Unsere Feinde starten hier in dieser Box, in der Ground Unit Deployment Box, fahren hier die Straße lang und fahren hier rein. In unseren Ready-Point-Box. Und ja, wie gesagt, klassisches Tower-Defense. Hier platzieren wir unsere Türme, wo wir derzeit leider noch nicht allzu viel Auswahl haben mit unserer Heavy Gun. Ich werde aber die erste einfach mal hier platzieren. Und zack. Und du kriegst noch ein Upgrade. Man kann die Türme bis auf Level 3 upgraden, jeden Turm, den wir später kriegen. Es kostet immer gleich viel. Und wenn man den Turm wieder verkauft, kriegt man die Hälfte des Geldes wieder. Aber gut, ich sollte vielleicht noch das Interface etwas mehr erklären. Und zwar, hier oben haben wir erstmal unsere Radarkarte. Hier sehen wir immer, welche Gegner in der nächsten Welle kommen. Das wird man später noch lernen, was was bedeutet. An sich muss man vor allem auf die Farben achten. Unten haben wir Bodeneinheiten und hier haben wir später noch Flugeinheiten, also Flugzeuge diverse. Hier können wir die Spielgeschwindigkeit können wir hier umstellen. Das ist ganz praktisch, vor allem wenn man das halt so, wenn man gerade kein Geld mehr hat, sage ich mal. Außerdem haben wir hier die Leben. Jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit unsere Box erreicht, verlieren wir ein Leben. Wenn wir kein Leben mehr haben, haben wir verloren, logischerweise. Hier ist der Startknopf, da drücken wir am Anfang drauf. Da steht dann noch immer, wie lange es noch dauert bis zur nächsten Welle. 0 von 10 Wellen. Es gibt immer 10 Wellen und wie hier wird eben angezeigt, wie weit wir schon sind im Level. Hier ist unser Geld. Hier können wir zoomen. Das mache ich aber immer mit dem Mausrad. Dafür brauche ich das nicht. Es geht halt etwas schneller damit. Aber ja. Und ganz unten haben wir eben noch einen Pauseknopf. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich gehe auf dem Speed her hoch. Und wir beobachten unsere Kanonen, wie sie anfangen zu feuern. Beziehungsweise es sind keine Kanonen, es sind schwere Maschinengewehre. Es ist ein erstes Level. Ergo müssen wir nicht viel machen. Ergo werde ich auch die ganze Zeit auf Vollspeed bleiben. Ich habe das gerade schon mal aufgenommen. Aber da ich... Ich habe ja länger nicht aufgenommen, weil ich ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, Probleme mit meinem Rechner hatte. Die scheinen aber jetzt behoben zu sein. Ich habe eine andere CPU drin. Es sieht ziemlich gut aus. Ich werde dafür aber nochmal mehr in einem Infovideo sagen. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen ins Aufnehmen. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich mal ein bisschen verpeilt klinge oder ähnliches. Es wird vorkommen, es wird sich nicht verhindern lassen. Und du fängst die letzten ab, die durchkommen. Wir haben jetzt schon alle Türme platziert, wir können sie nur noch weiter ausbauen. Wie gesagt, einfaches Level, Tutorial Level. Die nächsten paar werden auch noch einfacher sein, aber später wird es noch schwierig. Das wird ein Gamecheck, ich schätze mal, 3 Folgen werde ich machen. Wenn ich jetzt spontan sagen müsste, wie viele das wohl werden. So lang ist das Spiel nicht mit seinen 24 Leveln. Ich fange an mit ein paar einfachen Leveln, aber später dann halt auch ein paar schwierigere. Mal gucken, ob ich es der Reihe nach mache, wie auch immer. Auf jeden Fall die ersten 4 Level, bis wir die ersten Flugeinheiten und so weiter auch gesehen haben. Werde ich einfach mal so spielen. Aber jetzt haben wir alles voll ausgebaut, ergo ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ich könnte rein theoretisch Dinge verkaufen, aber da wir nur ein einzelnes Geschütz haben, macht das nicht allzu viel Sinn. Also lassen wir einfach durchlaufen. Ihr seht auch hier die verschiedenen Farben, rot, gelb und grün, gelb und rot. In der Reihenfolge sind auch, gegen praktisch Stärke der Einheiten an. Das hier ist jetzt ein roter. Man merkt, da müssen die ein bisschen länger drauf feuern. Ich habe alle Geschütze dafür gebraucht. Level 1 ist geschafft, mit 3 Sternen. Wir gehen direkt weiter zum nächsten. Haben jetzt einen weiteren Turm und einen weiteren Gegner. Und zwar haben wir jetzt die Kanone. Wichtig ist noch, Bäume und ähnliches wirken als Hindernisse. Ergo, ich sage gerade viel zu oft Ergo, egal. Wenn hier eine Kanone steht,
Und gerade das schießt, während das Fahrzeug da ist, prallt das Ding am Turm ab. Bringt also nichts. Aber ich werde trotzdem anfangen. Und zwar hier platziere ich die erste Kanone. Und... Wisst ihr was, ihr kriegt doch direkt ein Upgrade. Und wir lassen direkt mal laufen. Es kommen einfache Einheiten, die hätte ich auch mit der Kanone so one-hitten können. Die Kanone, ihr werdet gleich sehen, wie sie schießt. Einzelne Kugeln, aber dafür ordentlich Schaden. Und die gelben dürfte ich aber auch noch one-hitten, wenn ich mich nicht irre, auf Stufe 2. Aber ich glaube, die roten dann nicht mehr, oder? Ich weiß das gerade nicht. Ist ein bisschen näher, dass ich das Spiel gespielt habe. Mit Ausnahme von dem angezuckt jetzt gerade eben für die Aufnahme. Auf jeden Fall können wir im Moment nur abwarten. Da kommt dann ein paar von den kleinen. Dann werde ich einfach mal hier noch eine Kanone hin platzieren. Die werden eh alle one-hitted. Das heißt, alle, die vorbeikommen, dürfen dann von dem beschossen werden. Immer zwei nacheinander, das ist okay. Ihr seht, auch Fahrzeuge fingieren als Hindernis. Das heißt, wenn wir ein Fahrzeug an einer blöden Stelle abhauen, hier, neue Einheit übrigens, wenn wir ein Fahrzeug an einer blöden Stelle erwischen, kann es auch sein, dass praktisch die Kugeln für den danach folgenden Gegner geblockt werden. Sage ich mal so. Und die sind schon nicht mehr One-Hits, selbst mit denen hier. Dann platziere ich mir hier einfach mal eine Heavy Gun. Dann schießt nämlich die schwere Maschinengewehr schießt dann eine Salve drauf und dann sitzt er schon One-Hit. Deswegen finde ich das doch recht angenehm. Dasselbe gilt dann, müsste dann für den gelten, wenn die bis dahin durchkommen. Ihr seht auch, die Fahrzeuge sind unterschiedlich schnell. Wenn das vordere weg ist, wird das hintere schneller. Das lässt sich auch noch ein bisschen einbauen von der Planung her. Nicht besonders gut, weil man nicht bestimmen kann, worauf die Türme schießen, weil die immer einfach auf den ersten zielen normalerweise. Aber das kann man ein wenig zumindest beeinflussen. Würde ich sagen, platzieren wir mal hier eine weitere Kanone, weil die Position sehr gut ist, weil die hier praktisch nichts, also nichts, worauf sie Sicht hat, ist von Bäumen blockiert, sagen wir so. Weil die können eben nur hier lang fahren. Das Ding schießt halt manchmal hier dagegen, manchmal hier dagegen und so weiter. Aber das hier hat auch noch eine sehr gute Sicht. Ihr müsst immer gut überlegen, wo ihr die Sachen platziert. Hier würde eine Waffe mit einzelnen Schüssen zum Beispiel nicht gut, eine Kanone. Weil wir fast die ganze Zeit nur gegen Bäume schießen würden. Erst recht, wenn sie da rausschießen will. Ach ja, die Kanone hat natürlich auch eine höhere Reichweite, wie ihr seht. Das habe ich noch gar nicht gesagt, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Aber gut, ich stelle mal wieder auf Speed 3. Wir sind sowieso bei der letzten Welle. Die sollte nicht mehr viel aushalten. Sollte kein Problem sein. Okay, wenn der erste weg ist, ist der zweite One-Hit. Das ist gut zu wissen. Dann werde ich hier mal noch eine Kanone platzieren. Dich hau ich weg. Du bringst mir nämlich nichts mehr. Komm schon. Ja, geschafft. Auch das zweite Level ohne Verluste. Die geht direkt ins nächste über. Und jetzt das neue, ein neuer Feind, nämlich Flugzeuge. Wichtig dabei ist, erstmal, wir sehen eine neue Box. Wir sehen den Weg einmal markiert am Anfang. Den müsst ihr euch merken am besten, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt. Hier ist relativ simpel zu merken. Es sei gesagt, wir haben noch keine reine Flugabwehrwaffe, aber die Heavy Gun trifft auch auf, dann kann sowohl Boden als auch Lufttruppen angreifen. Deshalb werde ich mir die auch mal... Ich platziere die erstmal hier hin. Und eine Kanone platzieren wir auch schon mal. Oder platziere ich die Kanone doch lieber dahin? Die Kanone platziere ich dahin. Das heißt, die darf anfangen. Ich werde auch das Upgrade nochmal einstellen. Wir lassen direkt laufen. Erstmal kommen nur Bodeneinheiten. Die Lufteinheiten werden wir dann da oben sehen. Selbes Prinzip auch mit der Farbkodierung und so weiter. Aber erstmal lassen wir unsere Kanone angreifen. Unsere Heavy Gun. Und die Kanone übernimmt den Rest. Haha. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hinten eins von den Dingern platzieren müssen. Für den Fall, dass der kommt die erste. Das Problem ist, dadurch, dass sie beides angreifen, die Maschinengewehr. Ich habe momentan auch ein bisschen Probleme mit dem Aufnehmen. Tut mir leid, es ist ein bisschen wieder angewöhnen. 2 Wochen ist es her oder so, oder noch länger, glaube ich. Auf jeden Fall, dadurch, dass die Maschinengewehr halt beides angreift, kann es passieren, dass sie eben nur die Bodeneinheiten angreift, statt den Lufteinheiten. Und das kann gefährlich werden. Das kann sehr gefährlich werden. Das heißt, ich werde mir einfach mal hier noch eine Heavy Gun platzieren. Und hier kommt dann gleich noch eine Kanone hin. Aber jetzt kommen eh wieder gerade nur Bodeneinheiten. Von daher ist alles in Butter. Alles in bester Ordnung. Kanone! Incoming! Kommen wieder Flugeinheiten. Und die dürften auch... Ja, da wird zuerst drauf geschossen von dem hier. Und der beschäftigt sich auch nur damit. Das ist gut. Oder auch nicht. Da muss jetzt das andere übernehmen.
Der wäre fast durchgekommen. Gib dem mal Upgrades, 2 Stück. Nur zur Sicherheit, dass die Flugzeuge nicht durchkommen. Die anderen haben einen längeren Weg. Die kann ich im Zweifelsfall nur abwehren, indem ich da hinten was hinplatziere. Oh. Ja, man kann die Karte übrigens auch drehen. Das habe ich noch nicht erwähnt. Und mache ich aber auch kaum, wenn ich ehrlich bin. Gerade in Anfangsleveln ist es nicht wirklich relevant, dass ihr die Karte drehen könnt. Upgrade. Komm schon. Und noch ein Upgrade. Da kommt wieder unser schönes Flugzeug. Wir sind schon in Welle 8 von 10, also es geht sehr gut voran. Wir haben noch keine Verluste erlitten praktisch. Was mir noch sehr gut gefällt. Sollte aber auch in den ersten Leveln gut machbar sein ohne Verluste. Pausieren kann man wie gesagt auch. Dann ist man aber komplett raus. Das heißt, man kann nicht pausieren, um ein bisschen zu planen. Das ist, denke ich, auch gut so, weil sonst... Also am Anfang ist es sowieso einfach, aber später macht es auch ein bisschen den Schwierigkeitsgrad aus, dass man eben nicht einfach stoppen kann, um neu zu planen. Also ich habe mehrfach Level neu spielen müssen. Das gebe ich gerne zu. Weil man einfach Fehler gemacht hat. Und man muss die Level auch ein bisschen lernen, sage ich mal. Gerade wenn man dann noch im Expertenmodus spielen will. Kann ich es nur empfehlen. Kanone, du kommst... Ja, die Heavy Gun kommt klar. Gut. Alles in Butter. Ach, wir sind schon bei der letzten Welle, merke ich jetzt erst. Wow. Gut, wieder 3 Sterne ohne Verluste. Ein Level mache ich noch. Jetzt gibt es nämlich die Flak, unser erstes reines Flugabwehrgeschütz. Mit Medium Range und wichtig, trifft auch, bleibt auch an Bäumen hängen, auch wenn sie nach oben schießt. Hier ist der Flug ein bisschen anders. Ich würde sagen, was platzieren wir denn als erstes? Ich glaube, ich fange an mit einer Kanone. Setzen wir einfach mal hier eine Kanone hin und hoffen, dass sie gut trifft. Und hier setzen wir auch eine hin. Let's go! Hier werde ich dann die Flak hinsetzen. Die Kanone leistet gute Arbeit, aber noch brauchen wir die Flak nicht. Wir sehen ja, wann die ersten Flugeinheiten kommen. Deswegen, darauf sollte man immer ein Auge haben. In der Welle scheinen auch noch keine dabei zu sein. Das ist gut, das heißt, ich kann bei meinen Kanonen bleiben. Die kommen, aber die ersten kommen um. Da kommt das erste Flugzeug. Das heißt, ich platziere hier eine Flak hin. Und jawohl, die Welle haben wir noch komplett weggekriegt. Wunderbar. Wunderbar. Und auch die Welle kriegen wir problemlos los. Denn die normalen Flugzeuge sind von der Flak ebenfalls ge-one-hitted. Und ich würde sagen, der erste Tower kriegt nur ein paar Upgrades. Dann kann der vielleicht jetzt auch an denen, die jetzt gleich kommen, ein bisschen mehr Schaden machen. Two-Hit. Wunderbar. Und in Kombination müssen beide einmal treffen, dann ist er weg. Perfekt. Da kommt jetzt wieder etwas stärkere. Ich glaube, hier werde ich auch noch eine Kanone hin platzieren. Einfach, weil es passt. Hier kommt keine Kanone hin, hier kommt, wenn überhaupt, eine MG hin. Eine Machine Gun. Zumindest eine Heavy Gun. Ich nenne sie immer Machine Gun, ich weiß selber nicht warum, aber... Also wahrscheinlich habe ich Heavy Machine Gun im Kopf oder sowas, ich weiß es selber nicht genau. Aber ich denke mal, ihr könnt euch denken, was gemeint ist. Ich meine, noch haben wir nicht allzu viele verschiedene Sachen. Wir haben die Heavy Gun, wir haben die Kanone und wir haben das Flak. Das Flak hat übrigens Explosionsradius, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Das ist doch schon relevant. Und hier kommt noch eine Kanone hin. Und das Flak kriegt einfach mal ein paar Upgrades. Einfach nur zur Sicherheit. Zu Sicherheitszwecken. Okay, die nächste Welle sollte kein Problem sein. Viele Bodeneinheiten, 3 Lufteinheiten. Die haben keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Kriegst du noch dein Upgrade? Der kann jetzt nämlich hierhin feuern, kann hier noch ein Stück weit mitfeuern und den letzten Schuss im Notfall abgeben, sage ich mal. Und es sah gerade so aus, als wäre der Baum über die Straße gefallen. Ich musste kurz nachgucken. Es wäre lustig, mit zerstörbarer Umgebung, aber ich glaube, das würde mit Tower Defense nicht so gut funktionieren. Wenn ich ehrlich bin. So, noch ein paar Upgrades. Flak macht da alles weg. Die haben keine Chance, die Flugsachen. Das heißt, ich kann das Ding verkaufen jetzt, weil wir durch sind. Und platziere mal noch eine Kanone mit Upgrades, auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Einfach, weil ich es kann. 4. Welle geschafft. Das war damit auch der erste Part zum Gamecheck. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, was ihr davon haltet. Es ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Sollte nicht allzu teuer sein. Ich habe es jetzt in einem Bundle geholt, deswegen weiß ich den genauen Preis nicht. Aber, ja. Den Blick ist es wert, denke ich mal. Schaut rein
Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Bis dann. Ciao.